So, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein Video. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, was soll ich sagen? Heute haben wir den 22. Juni 2020 und ich finde, es ist wirklich mal Zeit, wieder wach zu rütteln. Ich weiß nicht wirklich, was mit euch los ist. Also ich rede jetzt nicht, spreche jetzt nicht zu denjenigen, die brav aktiv sind und sich für den Schutz ihrer Kinder einsetzen, für den Schutz der anderen Menschen einsetzen, für die Wahrung der Grundrechte oder Wiedereinsetzung der Grundrechte, so muss man es mittlerweile sagen, sondern ich spreche zu denen, die nicht mehr auf Versammlungen kommen, die nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen, die wahrscheinlich noch nie da waren bei Versammlungen. Ich spreche von den 99% der 10 bis 15% kritischen Menschen, die es ja gibt in diesem Land. Das heißt ja immer, 10 bis 15% sind immer kritisch, auch was gerade diese Maßnahmen angeht. Und zu denen spreche ich jetzt mal. Was glaubt ihr, wird sich ändern, wenn ihr zu Hause sitzen bleibt? Was glaubt ihr, wird sich ändern, wenn ihr nicht auf die Straße geht, nicht Gesicht zeigt? Was glaubt ihr, wird sich ändern, wenn ihr hier dreimal auf einer Demonstration wart und sagt, bringt doch eh nichts. Das bringt doch alles nichts. Natürlich bringt es nichts, wenn keine Leute mehr auf die Versammlungen gehen, keine Leute mehr auf die Straße gehen, keine Leute sich mehr kritisch äußern. Natürlich bringt es nichts. Ich nehme jetzt bloß mein Beispiel, weil das mein Beispiel ist, was ich, mit dem ich jede Woche zu tun habe. Und zwar, ich nehme den Landkreis Dillingen, knapp 97.000 Einwohner. Ich rechne jetzt nur mit 10% kritische Menschen, die diese Maßnahmen wirklich kritisch sehen und die Schnauze voll haben. 10%. Das wären knapp 10.000 Leute. Das wären knapp 10.000, 9.700 Menschen. Wenn von diesen knapp 10.000 Leuten ein Fünftel auf die Straße gehen würden, Versammlungen besuchen würden, Gesicht zeigen würden, dann hätte das eine Gewichtung. Das hätte in der Stadt wie in Dillingen selbst, wenn dort 2.000 Menschen jede Woche bei der Demo stehen würden, eine Wirkung. Das hätte wirklich eine Wirkung. Deswegen verstehe ich diese Argumentation nicht. Schaut euch das an. Jetzt werden die Biergärten aufgemacht, die Restaurants, die Eisdielen, die Cafés. Natürlich war das zu erwarten vor der Wahl. Jeder, der was anderes erwartet hätte, muss ich sagen, hat nichts verstanden. Das ist doch klar, das haben wir ja vor über einem halben Jahr bereits gesagt, dass exakt das passieren wird. So, jetzt ist es eingetroffen. Und jetzt geht man anstatt sich für die körperliche und für die psychische Unversehrtheit seiner Kinder einzusetzen, anstatt dass man für die Freiheit auf die Straße geht, doch lieber ins Freibad oder in den Biergarten, weil das ist wichtig. Und ich stelle euch wirklich die Frage, wenn ihr in ein paar Jahren von euren Kindern und von euren Kindeskindern gefragt werdet, was hast du eigentlich gemacht, um diese Diktatur zu verhindern? Und ihr müsst sagen, ah, ich war halt im Biergarten und ich war beim Schwimmen, weil das Wetter so schön war. Überlegt euch das ganz genau. Und ich habe jetzt natürlich auch das Argument gehört, naja, die Demonstrationen, das immer gegen irgendetwas sein und immer anklagen, das kann es ja auch nicht sein. Nein, das kann es auch nicht sein. Das ist so völlig richtig. Es kann nicht sein, dass man jede Woche irgendwo steht und die gleichen Schweinereien oder ähnliche oder neue Schweinereien immer wieder anklagen muss. Aber man muss Unrecht ansprechen. Aber es braucht noch einen zweiten Punkt und das sage ich euch jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ihr schon nicht auf die Straße geht, weil es nichts bringt, dann setzt euch ein für neue Schulsysteme. Dann setzt euch ein für die Abschaffung
der Schulpflicht. Setzt euch ein für freie Schulen. Setzt euch dafür ein, dass ihr alternativ zu diesem ganzen Wahnsinn, der da läuft, etwas anderes etabliert. Tut etwas. Steht endlich auf und tut etwas. Und noch eins möchte ich an dieser Stelle sagen. Auch gerade die Eltern. Ja, ich weiß, die Eltern haben auch die Verpflichtung, ihren Kindern gegenüber die Möglichkeit zu eröffnen, in diesen krassen Zeiten, dass die Kinder Freude empfinden können, sich mit ihnen zu beschäftigen. Aber mal ganz ehrlich, 2 Stunden, 1 oder 2 Stunden in der Woche, seine Kinder mal zu schnappen und mal rauszugehen auf die Straße, Ist nicht möglich? Ich frage mich, wo sind die ganzen Leute, die kritisch sind? Ich habe es beobachtet, hier in der Nachbargemeinde, wo ich seit ein paar Monaten Versammlungen anmelde. Es waren ganz viele Eltern da, es waren ganz viele Mütter da, Kinder waren da. Es war richtig schön anzuschauen. Es sind 2 Dinge zusammengetroffen. Eine Gruppe, die vorher schon existierte, Eltern. Und jemand, der halt gesagt hat, okay, jetzt müssen wir mal wirklich eine Versammlung anmelden und einen Spaziergang. Es war wirklich schön zu sehen. 100 Leute kamen zusammen, jetzt sind es gerade mal noch 30. Und wisst ihr, wer fehlt? Die Eltern fehlen. Und was habe ich gehört? Woran liegt das? Es bringt eh nichts. Dann stelle ich doch mal die Frage, was bringt denn etwas? Habt ihr eine bessere Lösung? Habt ihr eine bessere Möglichkeit? Dann lasst sie mich wissen und all die anderen auch. Dann teilt es einfach. Wenn ihr aber keine bessere Möglichkeit wisst, um etwas zu verändern, dann macht entweder weiter oder seid einfach still. Dann jammert aber auch nicht mehr in den ganzen Kanälen, in den ganzen Gruppen. Oh, was soll man denn bloß machen? Dann lasst es bleiben. Dann macht doch systemkonform alles mit. Vergiftet eure Kinder, lasst eure Kinder zerstören. Macht doch einfach weiter. Aber in dem Moment, wo ihr wirklich Verantwortungsgefühle habt für eure Kinder, steht auf. Und aufstehen bedeutet nicht nur auf die Straße zu gehen. Das ist nur eine Variante der Möglichkeiten. Ansonsten vernetzt euch. Kommt zusammen. Tauscht euch aus. Bildet Gemeinschaften. Bildet Gruppen, in denen ihr euch gegenseitig helfen könnt. In der Betreuung eurer Kinder. Im Unterricht eurer Kinder. Und. Es gibt so viele Möglichkeiten. Dann tut zumindest das. Und ich habe heute ein sehr, sehr schönes Bild gesehen. Das bringt es genau auf den Punkt. Wollt ihr, dass sich etwas verändert? Jo, und alle heben die Hand. Wollt ihr, dass ihr euch verändert? Und niemand hebt die Hand. Wisst ihr, genau das ist das Problem. Wir wollen, dass sich die Umstände verändern. Wir wollen, dass sich die Systeme verändern. Wir wollen, dass die Merkel wegkommt und dort anständige Leute sind. Aber wir wollen uns nicht verändern. Das ist aber zwingend notwendig für eine neue Zeit, für ein neues System. Oder glaubt ihr wirklich, die Bequemlichkeit, in die wir hineinerzogen wurden seit dem Zweiten Weltkrieg, wird bleiben? Die Eigenverantwortung kann man praktisch weiter auf andere schieben? Das wird nicht funktionieren. Ihr seid für eure Kinder verantwortlich, nicht die Regierung. Und nicht die Lehrer und nicht die Erzieherin und nicht die Kindergärtnerin. Es sind eure Kinder. Ihr habt diese Seelen auf diese Welt gebracht. Und es ist zuallererst eure Verantwortung, für die psychische, für die physische Unversehrtheit eurer Kinder einzutreten und dafür. Und jetzt kommt noch so ein Punkt, den ich diesen Eltern wirklich ankreide. Was glaubt ihr denn, wenn ihr mit Schildern auf Versammlungen rumrennt, auf denen steht, Kinder haben Recht auf Bildung. Mal ganz ehrlich, wie verblödet ist dieser Satz? Kinder haben Recht auf Kindheit. Auf eine göttliche, natürliche Kindheit. Und nicht auf ein Verblödungssystem, das dazu führt, in dem wir jetzt gerade drinstecken. Schaut euch doch mal um.
An was liegt es denn, dass die Menschen nicht mehr nachdenken? An was liegt es denn, dass wir jetzt zweimal hintereinander krasseste Meldungen hatten? Einmal die Bild-Zeitung, die an die Öffentlichkeit gegangen ist, erstmal mit dem Betrug der Intensivbettenbelegung. Ein fundamentaler Betrug, der als Grundlage dafür diente, dass die Notbremse, also nochmal eine Verschärfung zum Lockdown eingeführt wurde. Und jetzt haben wir das nächste Spiel, das jetzt nachgewiesen wurde von der Uni Duisburg-Essen, dass die PCR-Tests überhaupt keine Aussagekraft über eine Erkrankung macht. Wer hätte das gedacht? Das haben wir vor einem Jahr schon an die Öffentlichkeit gebracht. Wer hätte das gedacht? Also, selbst diese Nachrichten finden keinen Einzug mehr ins Gehirn der Masse in Deutschland. Das ist das Schulsystem, das ihr durchlaufen habt, in dem schleichend ein Prozess der Degeneration vom Gehirn eingesetzt hat. Denn ansonsten ist es ja nicht mehr nachvollziehbar, dass man simpelste Dinge nicht mehr zusammenbringen kann. Und ihr wollt euren Kindern diese Bildung angedeihen lassen? Na ehrlich, das ist fragwürdig. Das ist fragwürdig. Und das nächste, was ich sehr fragwürdig finde, ist, wisst ihr, ich höre das immer wieder und lese das immer wieder in all den Telegram-Gruppen. Ja, mein Kind, du sollst doch in die Schule gehen, wegen den Sozialkontakten. Hä? Sozialkontakte? Was ist denn das? Als ich in der Schule war, das ist ja schon ein paar Jahre her, da hatte ich Freunde. Und da hatte man Freunde in unterschiedlichsten Kategorien. Da hatte man engere Freunde, man hatte beste Freunde. Und man hatte einfach mit Schüler, Kollegen, Freunde, mit denen man sich ab und zu mal unterhalten hat. Man war sich sympathisch, aber man wurde nie wirklich dicke Freunde. Das nennt man heute Sozialkontakte. Für mich war das Freunde und mein Freundeskreis. Und wisst ihr, wo ich meinen Freundeskreis gehabt habe? Und wisst ihr, wo wir alle damals unseren Freundeskreis gehabt haben? Zu Hause, privat, nach der Schule. Denn da haben wir uns getroffen. Manchmal waren wir 20 Kinder. Und haben uns getroffen und sind rausgegangen. Nach der Schule. Wisst ihr, es haben sich Dinge so krass verändert und so schräg verändert, dass wenn ich meine Freunde, und ich spreche nicht von Sozialkontakten, sondern meine Freunde ausschließlich in der Schule treffe, dann ist dort fundamental etwas schiefgelaufen in der Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre. Und zwar fundamental schiefgelaufen. Denkt mal wirklich drüber nach. Habt ihr nur Freunde in eurer Arbeitsstelle? In eurem Betrieb, wo ihr reingeht? Nee, da habt ihr Kollegen. Und da gibt es Kollegen, die sind euch mal sympathisch und manche sind halt überhaupt nicht sympathisch. Da stimmt die Chemie halt gar nicht. Aber eure Freunde habt ihr im Privatbereich zu Hause. Nach der Arbeit, oder? Ist es nicht so? Aber eure Kinder wollt ihr in die Schule stecken. Wisst ihr, warum ihr eure Kinder in die Schule stecken wollt? Weil euch die Verantwortung eurer Kinder zu groß geworden ist. Seit Jahrmillionen wachsen die Kinder in den Familien mit auf und noch nie waren sie eine Belastung. In den heutigen Zeiten sind die Kinder eine Belastung. Denkt mal darüber nach. Ich will das Ganze gar nicht vorwürfig sagen, sondern ich will es einfach mal auch konkret auf den Punkt bringen. Auch mal wachrütteln und einmal sagen, hey, wach doch mal auf. Was passiert denn hier? Recht auf Bildung. Frag doch mal die Kinder, ob sie Bildung wollen oder ob sie Kind sein wollen und eine kindliche Entwicklung haben wollen. Das wäre doch mal eine Frage. Frag doch mal die Kinder. Und glaub mir, nicht jedes Kind geht gerne in die Schule. Es gibt Kinder, die gehen gerne in die Schule. Ja, richtig. Es gibt aber auch Kinder, die gehen nicht gerne in die Schule. Und auch darauf sollte man Rücksicht nehmen. Und man darf die Entwicklung der schulischen Bildung nicht an einem Alter festmachen, sondern an der persönlichen Entwicklung des Kindes.
Und wir brauchen keine Drecksschulsysteme, die nur noch in einem Frontalunterricht Wissen vermitteln, in die Kinder reinstopfen, damit sie es zur Zeit der Prüfung wieder auskotzen. Überlegt doch mal, ihr Erwachsenen, wie viel von dem Wissen, was man euch 10 Jahre lang ins Hirn gestopft hat, braucht ihr tatsächlich zum Leben? Wie viel? Lasst die Kinder sich so entwickeln und gebt ihnen dann die Möglichkeit, wenn sie von sich aus etwas lernen wollen, gebt ihnen dann die Möglichkeit, stellt ihnen alles zur Verfügung. Schulsysteme kommen aus dem militärischen Bereich, um den Kindern und den Jungen, vor allen Dingen früher den jungen Männern, den Kadetten, Zucht und Ordnung beizubringen. Zucht und Ordnung. Bringt euren Kindern doch mal wieder Werte bei, die nichts mit Konsum zu tun haben. Wahre Werte, Menschlichkeit, Nächstenliebe, Teilen, nicht gierig sein. Das Verständnis, dass man nur glücklich sein kann, wenn die Menschen um einen rum glücklich sind und alles wird auf den Kopf gestellt. Nein, ich muss zuerst schauen, dass ich glücklich werde. Wie könnt ihr denn glücklich werden, wenn die Menschen in eurem Umfeld nicht glücklich sind? Wie soll das funktionieren? Hat Gott uns so erschaffen? Gierig, nur auf sich selbst zu schauen? Du musst schauen, dass es dir gut geht. Du musst schauen, dass du glücklich bist. Das ist Egoismus. Das sind keine Werte. Das ist Egoismus. Hört endlich auf. Und wenn euch eure Kinder wirklich am Herzen liegen und wenn ihr verstanden habt, dass es nicht eure Kinder sind, es ist nicht euer Besitz, diese Kinder sind von euch kein Besitz, sondern sie gehören der Gemeinschaft der Menschheit, um die Menschheit voranzubringen. Und wenn ihr die Kinder, weil sie ja Recht auf Bildung haben, in dieses Schulsystem bringt, das nur dazu dient, Menschen zu verblöden und sie auszubilden, damit sie materiell erfolgreich sein können in dieser Welt, dann wird es nichts. Dann wird es überhaupt nichts mit der Zukunft der Menschheit. Gar nichts. Denn es führt nur ins Verderben. Wisst ihr, erfolgreiche Menschen haben wir mehr als genug auf dem Planeten. Mehr als genug. Und das Resultat sieht man sehr deutlich. Wir waren zufriedene Menschen. Und zufriedene Menschen können wir nur schaffen, wenn wir den Kindern ihre eigene Entwicklung zugestehen. Und die Geschwindigkeit, in der sie etwas lernen wollen oder eben nicht. Wisst ihr, es gibt so viele Methoden, um den Kindern schnell irgendwas beizubringen. Aber niemand fragt nach, ob sie das überhaupt lernen wollen. Wir bestimmen über die Kinder, ob sie das lernen müssen oder nicht. Und wir kommen nicht mehr aus diesem Denkkreis heraus. Wir sind so konditioniert, dass wir überhaupt nicht mehr verstehen, nicht mehr zulassen, nicht mal in der Vision eine bessere Welt zulassen können, in der es gar keine Schulsysteme mehr gibt. In dem einfach Menschen da sind, die Wissen haben. Und wenn die Kinder dieses Wissen haben wollen, auch zu diesen Menschen gehen. Denn wisst ihr, ein Kind, das wirklich etwas lernen möchte, lernt das in einem Bruchteil der Zeit, was jede andere Lernmethode braucht, egal wie toll ausgeklügelt sie auch sein mag. Wenn ein Kind lesen lernen möchte, dann wird es lesen lernen in einer Geschwindigkeit atemberaubend. Das ist die Natur des Kindes. Ihr habt es mit Wundern zu tun und ihr tretet diese Wunder mit Füßen. Ihr glaubt, eure Kinder sind kleine, unbeholfene Wesen, denen man irgendwas beibringen muss. Verbeugt euch vor euren Kindern und fragt mal nach, was ihr von den Kindern lernen könnt. Denn glaubt mir, ihr könnt viel von euren Kindern lernen. Schaut sie einfach mal beim Spielen zu. Kommt doch mal in die Situation, dass ihr mal betrachtet. Nur betrachtet. Ungeteilte Aufmerksamkeit auf das, was eure Kinder gerade tun. Und dann lernt.
Wisst ihr, es ist mittlerweile kaum mehr zu ertragen. Es ist wirklich kaum mehr zu ertragen. Public Viewing. Hunderte von Menschen sitzen zusammen, Erwachsene, die saufen, feiern, grölen und schreien, ohne Maske, ohne Abstand, ohne den ganzen Irrsinn. Und stecken ihre eigenen Kinder in die Schule und zwingen sie, Masken zu tragen. Geht's eigentlich noch? Es ist doch mal wirklich eine Empörung wert. Geht es eigentlich noch? Jetzt wurde angekündigt, der nächste Virus, die Delta-Variante, so hat man sich ausgedrückt in der Bundespressekonferenz, die Delta-Variante ist gesetzt. Also sie haben jetzt schon beschlossen, dass wir im Winter eine Delta-Variante haben, die ganz gefährlich ist. Das haben sie beschlossen. Keine natürliche Entwicklung. Sie haben es beschlossen. Glaubt ihr, das wird enden? Glaubt ihr wirklich, das wird enden? Eure Kinder werden kaputt gemacht. Sie werden psychisch komplett zerstört. Sie werden indoktriniert, damit sie in Zukunft willfährige Sklaven sind, die nicht mehr fähig sind, eigens zu denken. Wisst ihr, dass die Persönlichkeitsentwicklung eurer Kinder durch diese Masken massiv, massiv gehemmt wird? Das tut ihr euren Kindern an, weil sie ja in der Schule die sozialen Kontakte haben. Kommt mal raus aus dieser Spirale und stellt euch endlich mal geschlossen auf und stellt euch schützend vor eure Kinder. Fangt an nachzudenken. Denkt selbst und lasst nicht denken. Von Lauterbach, Wieler, Drosten, die größten Verbrecher, die wir gerade haben auf dem Planeten. Hört endlich auf, an diesen Schwachsinn zu glauben. Und hört auf, andere als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. Denn all die Verschwörungstheorien vom letzten Jahr sind allesamt wahr geworden. Aber es interessiert euch eben nicht. Weil es unbequem ist. Es ist unbequem, selber zu denken. Es ist unbequem, aus der Masse hervorzutreten und zu sagen, nö, mach ich nicht mehr mit. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Das macht meine Kinder kaputt. Das macht mich kaputt. Mach ich nicht mehr mit, den Schwarm. Fertig. Aus dem Haus. Es ist unbequem. Weil ihr habt ja nur Menschen um euch rum, die willfährig alles fressen, was die ihnen vorgekaut haben und als Giftbrei vorgesetzt bekommen. Indoktrination durch ARD und ZDF und die ganzen anderen Schwachmatensender und Zeitungen. Und wenn dann da mal die Wahrheit kommt, dann hört ihr gar nicht drauf. Oder ist jetzt eine Welle der Empörung durch die Bundesrepublik gelaufen, dass man wirklich so sagen könnte, was? Die Belegung der Intensivbetten war gefaked. Und die Regierung hat aber die Maßnahmen darauf begründet. Was? Geht ja gar nicht. Habe ich nicht gehört. Wie? Der PCR-Test kann keine Krankheit nachweisen. Was? 190.000 Proben haben die untersucht. Und haben festgestellt, dass 80% überhaupt nicht ansteckend waren. Hä? Das geht doch nicht. Ich habe es nicht gehört. Ich höre diese Empörung nicht. Ich sehe die Leute, die bei den Versammlungen vorbeikommen und den Kopf schütteln und uns als Idioten hinstellen. In Augsburg habe ich gelesen, Augsburg hat eine Übersterblichkeit gehabt letztes Jahr. 3 Menschen mehr gestorben als die Jahre zuvor. In einer Stadt wie Augsburg, 3 Menschen. Stand in der Augsburger Allgemeinen. Empörung? Fehlanzeige. Ja, wie? Wir haben doch eine Pandemie, oder? Da müssen doch die Leute sterben, wie die fliegen. Das wird uns doch seit 15 Monaten verkauft. Seit 15 Monaten wird Panik gemacht. Wird das verkauft? Wie jetzt? Und es sind nur 3 Menschen mehr gestorben als all die Jahre zuvor? Was ist denn hier los? So keine Pandemie. Tja, was will ich denn da noch sagen? Wenn nicht mehr gelesen wird, außer diese Panik. Man liest nur noch Panik, dick, fett vorne auf der Zeitung muss draufstehen. Delta-Variante! Tödlich!
Und schon rennt man zum Impfen. Ist doch klar, oder? Das ist mal hinzuhocken, was ist denn die Delta-Variante? Allein schon die Frage, wieso kann ein Virus Wellen erzeugen? Wieso spricht man von 1., 2., 3., 4., 5., 3758. Welle? Das wird nicht enden. Das ist eine Dauerwelle. Allein schon dieser Irrsinn, dass die Virologen und die Mediziner sich da mal hinstellen und sagen, hey, Moment mal, noch nie in der Geschichte der Viren hat ein und derselbe Virus eine zweite Welle verursacht. Sondern die kommt jedes Jahr neu, die Influenza-Welle kommt jedes Jahr neu, oder? Und spricht man da von einer neuen Welle? Zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle, fünfte Welle? Nein. Man spricht von der Grippesaison, oder? Völlig normal. Völlig normal. Und jetzt möchte ich den österreichischen Gesundheitsamtsleiter oder wer das war, mal zitieren. Hätten wir nicht getestet, hätten wir überhaupt nichts festgestellt. Wir hätten überhaupt nichts bemerkt. Und exakt das hat Dr. Köhnlein letztes Jahr schon gesagt, Dr. Wodak letztes Jahr gesagt, Professor Bakti letztes Jahr gesagt. Die haben alle das Gleiche gesagt. Würden wir nicht testen, würde uns überhaupt nichts auffallen. Wir haben kein erhöhtes Sterbegeschehen. In den letzten 9 Jahren, die Zahlen wirklich zusammengerechnet und in Korrelation gestellt, haben wir das Jahr mit der zweitniedrigsten Sterberate. Und das im Jahr der Jahrtausendpandemie. Des gigantischen Killer-Virus, oder? So ist es. Hey, ehrlich, wacht auf. Wacht wirklich auf. Und steht für die Wahrheit ein. Steht für eure Kinder ein. Steht auf. Tut etwas. Kommt raus aus der Bequemlichkeit und aus dieser Untätigkeit. Macht etwas. Vernetzt euch. Kommt zusammen, physisch, trefft euch, holt Leute, die gute Ideen haben, setzt euch zusammen, macht euch Gedanken, wie kann man Kindern eine kindgerechte Schule bieten? Was braucht's dazu? Fangt endlich an und hört auf, euch immer auf die staatlichen Institutionen zu verlassen oder auf Menschen, die halt vorne stehen und toll reden können. Nichts davon bringt unsere Gesellschaft weiter. Das Einzige, was unsere Gesellschaft voranbringt, ist das, dass wir wieder Eigenverantwortung übernehmen und den Schutz unserer Kinder in unsere eigene Hände nehmen. Den Schutz unserer Mitmenschen wieder in unsere eigene Hände nehmen. Hört auf Bürgermeister zu hören. Hört auf Landräte zu hören. Hört auf Politiker zu hören. Und vor allen Dingen hört auf selbsternannte Gesundheitsexperten zu hören. Schaut genau hin, von wem diese Menschen bezahlt werden. Denn das, was sie von uns Bürgern bekommen, ist für die alle nur ein Taschengeld. Denn bezahlt werden sie von der Industrie und jetzt gerade in der Zeit ganz massiv von der Pharmalobby. In dem Sinne, macht's gut, steht auf, bleibt tapfer, werdet tapfer und vor allen Dingen werdet mutig. Und lasst euch euren Mund nicht verbieten. Nehmt den Lappen endlich ab.